Herr Jesus Christus, in diesen Symbolen tragen wir unseren Arbeitsalltag vor deinen Altar. Der Berg Ordner steht für Menschen, die das Gefühl haben, in der Arbeit ertrinken zu müssen, weil immer weniger, immer mehr bewältigen müssen. Dieses Bild von Eltern steht für die Väter, die am Wochenende arbeiten müssen, für die Kinder, die ihre Väter nur in den Ferien erleben können, für die Mütter, die die Belastungen der Erziehung faktisch allein tragen müssen. Dieser Gewerkschaftshelm steht für die Menschen, die sich in den Betrieben für andere einsetzen, die auch dort dafür sorgen, dass Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe erlebt werden können. Die leeren Hände stehen für die Menschen, die keine Arbeit haben, die das Gefühl haben, unbrauchbar, nutzlos und überflüssig zu sein. Dieses Handy steht für die Menschen, die durch die Hektik, den Stress und die ständig wachsende Leistungsanforderungen nicht mehr zur Ruhe kommen. Diese Krankmeldung steht für die Menschen, die die Arbeit krank gemacht hat, für die, die dem Psychotora am Arbeitsplatz zum Opfer gefallen sind, die giftige Substanzen ausgesetzt wurden und die, die einfach verbraucht wurden. Dieser Laptop steht für die Jugendlichen, die damit rechnen können, dass sie nach ihrer Ausbildung nicht übernommen werden, für ihre Resignation, ihre Perspektivlosigkeit und ihre Null-Bock-Mentalität. Die rote Nelke ist das Symbol der internationalen Arbeiterbewegung. Sie steht für Solidarität und die Gemeinschaft, die auch wir erleben dürfen, über alle Grenzen hinweg. Sie steht auch für die Hoffnung, die uns trägt und ermutigt, uns einzusetzen für die soziale Gerechtigkeit, wo immer auch Menschen an den Rand gedrängt werden. Wir bringen Brot und Wein zum Altar als Zeichen für Leib, für Christi Leib und Blut, als Zeichen für seine große, immerwährende Liebe zu uns Menschen.